Genau, auf deinen Kopf drauf. Wow. Das hat nicht geholfen. Oh, das war nicht gut. Ja, das kannst du ruhig machen. Raus aus dem Gift. Ah, das ist ungemütlich. Das trifft uns da nämlich. Ziemlich gut. Das hat es zum Glück nicht getroffen. Jetzt ist er halt auf uns drauf gelandet. Ist irgendwie peinlich, dass ich die Untergangskönigin instant geschafft habe. Fast instant geschafft habe beim dritten Versuch. Aber mich mit ihm hier jetzt rumquäle, wobei er eigentlich einfacher sein ist. So. Oder ich bin eingerostet, bei was ihn angeht. Ist auch halt das Problem, wenn man vor lauter Flügeln nichts sieht, wo man hinsticht. Oh je. Das ging nicht gut. Das hat gereicht. Nein. Nein. Ja, das kannst du ruhig machen. Ich hänge im Flügel fest. Au, ja. Oh, was macht er jetzt? Schießt da eine Bombe mal wieder ab. Okay. Ah, ich sollte darauf achten, wer da das tut. Mist. Also ja, ab der Hälfte ungefähr macht er die Attacke, wenn wir hinter ihm stehen. Also sollten wir aufpassen. Definitiv besser aufpassen. Und ich versuch's mal mit leichten Angriffen. Die scheinen die Korrosion nicht so schnell zu... Also dass die Haltbarkeit nicht so schnell abnimmt. So. Kann halt dreimal zustechen. Ah. Sollte ich aber nicht, weil ich da nicht rennen kann. So. Genau das nämlich. Puh. Zum Glück ist der Heilstein noch etwas aktiv. Au.
Ja, in seinen Schwanz. Was macht er jetzt? Na, dem konnten wir gerade noch so ausweichen. So, wieder in seinen Schwanz. Jetzt nehmen wir mal etwas Abstand von ihm. Weil ich muss jetzt mal Reparaturpulver benutzen. Wow. Und dem ausweichen. Hallo. Au. Okay. Weg von der Bombe. Weg von ihm, wollte ich sagen. Ja, das kannst du ruhig machen. Solange kann ich mich hinter dich rollen. Ja, genau das. Wow. Wow. Genau. Damit komme ich gut klar. So, damit komme ich auch klar. Genau, flieg weg. Und komm wieder her. Auf. Die Pranze habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Sicher ist sicher. Das war definitiv sicher. Weil jetzt habe ich den Schaden gerade geheilt, den er mir gemacht hat. Wow. Jetzt packt er die Kombos aus. Wow. Ja, Feuer geradeaus, das kann ich gut abwehren. So. Ja. So, wir haben dich bald geschafft. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen. Oh, der Schwanz ist ab. Das ist nicht gut. Jetzt ist er nämlich extrem angepisst, dadurch, dass wir seinen Schwanz abgeschlagen haben. Aber das ist uns egal, denn er ist tot. Wir haben die Seele des schlafenden Drachens Sif. Haben hier die Ruinen, die sowieso schon kaputt waren, total demoliert. Haben Yorks Ring gefunden. Der Anführer der Drachenblutritter, die gegen Sin gekämpft haben. Gucken wir uns mal seinen Ring erstmal an. Yorks Ring. Ring von Sir York, der das Blut eines Drachen suchte und nach Shulva einfiel. Kann Zauber abwehren. Sir York trat dem schlafenden Drachen Sin gegenüber und nahm ihn mit seinem Stahl etwas Blut. Sin spie das Gift nach ihm, das lange Zeit in ihm herangereift war und hüllte die Stadt in eine miasmatische Wolke. Okay.
Tja, don't fuck with the Poison Dragon, würde ich mal sagen. Und die beiden sehen. Seele des Drachen Sif, der tief im Inneren dieses Landes schlummert. Der König erbaute eine prächtige Stadt, der Drache schlummerte tief. Bis Sir York ihn mit einem einzigen mächtigen Hieb störte und der Drache seine Gefangenschaft nicht mehr ertrug. Tödlicher Regen stürzte die Stadt und stellte die Reinheit des Drachen wieder her. Ja, mit der wundersamen Seele dieses Drachen können mehrere Seelen erworben oder etwas Wertvolles erschaffen werden. Seele der Untergangskönigin Elana, die neben dem schlafenden Drachen des ewigen Heiligtums ruht. Dieses Kind der Finsternis begleitet den Drachen und sammelt Seelen für den bevorstehenden Tag der Rache. Ja. Und jetzt kommt das Wichtigste. Die Krone des versunkenen Königs. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Ja, wir haben die zweite Krone. Krone des versunkenen Königs, der einst dieses Land regierte. Der König errichtete das ewige Heiligtum unter der Erde zu Ehren des großen Drachen. Doch das turmhohe Bollwerk stürzte kurz nach dem Erwachen des Drachen mitsamt der Stadt ein. Doch dies geschah vor langer Zeit. Heute erinnert sich niemand mehr an des Königs Namen. Ja, das war der zweite König, der in Vergessenheit geriet. Die Fürsten kommen und gehen. Die Welt wandelt sich, doch der Fluch ist immer während. So, dann geben wir mal Zeug ab. Schwindende Seele. Goldfruchtbalsam. Nee. Hier ist nichts zum Abgeben. Dunkle Kraft. Katar des Grafwächters Eckdane mit einer kristallklaren Klinge und einem starken Angriff, der durch feindliche Schilde dringt. Dieses Katar wurde ursprünglich von jenem geführt, der uns den ersten Tod gab und besteht immer noch unvollkommen zwischen den Welten. Schilddurchdringung bei schwerem Angriff. Nett. So, Drachenblutsachen und Ekdirs Gewand. Von Eckdane aus der Gruft der Untoten getragenes Gewand. Das Leben ist Leiden oder Karma, wie es einige formuliert haben. Der Gift des Todes wartet auf uns alle. Doch bedeutet der Tod auch ein Ende des Leidens? Nicht für die Untoten. Leider nicht. So, hier habe ich noch einen doppelten Ring. Ist mir vorhin aufgefallen. Genau, den da nämlich. Jo. Dunkles Großschwert, das kann auch mal weg. Und ja, alles andere ist gut. Dann mal zurück nach Majula. Und aufleveln. Bearer und... So. Okay, Belastung haben wir damit ziemlich hoch gesteigert eigentlich. Ich brauche jetzt ein Human Effigy. Und kann das Reparaturpulver dagegen meine... Nehmen wir mal die Blutungsmesser. Tauschen. Und nun geht es nicht in den Eisenkorridor, sondern hier oben ins Gemach der Priesterin. Damit wir jetzt den Koop-Bereich betreten. Juhu, wie ich mich schon freue drauf. Tja, das haben wir alles abgeschlossen von diesem DLC. Jetzt bleibt nur noch der Koop-Bereich. Boss voraus, aber Trio, ja. Wir kommen in der Höhle der Toten. Flügel. So, wie man sehen kann, sind wir wieder bei einem Beschwörungsgebiet.